Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute ja so ein bisschen unter uns. Heute ist das WDR Fernsehen nicht dabei, aber wir sind zu hören, natürlich hier bei 1Live, und wir sind zu sehen bei 1 Festival. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer, dienstags, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050. Oder die Mailadresse wie immer domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Daniel und Daniel ist 28 Jahre. Hallo Daniel. Hallo Domian. Daniel, um was geht's bei dir? Ja, also ich bin 28, wie gesagt, ja, und habe seit ungefähr 10 Jahren ja, in SM-Interessen. Mhm. Also Bondage, SM auf beiden Seiten man auch, also als Top und als Dom, als Sub. Hey, das musst du erklären. Ja, das ist ein Fach. Also Bondage, erklär es einfach mal auf Deutsch, damit die Leute, die sich in der Szene nicht so auskennen, auch ein bisschen verstehen. Also ich bin auch noch neu dabei. Also Bondage ist eben Fesselung mit Seilen. Ja, böse, ja, heftige Fesselung, ne? Ja, es sieht eben glaube ich, geil aus, ne? Ja, naja, wie man es nimmt. Ja, auf jeden Fall sieht es okay aus. Ja. Und das andere ist eben, ja, sei es mit Peitschen und Klatschen oder Gewichten, Klammern, eben dieses alles, was man so eben sich vorstellen kann, so die Rechnung. Also unter Umständen ist dein Schönstes, richtig gefesselt irgendwo beim Stuhl zu sitzen, dazu gepeitscht zu werden und vielleicht an diversen ja, Stellen des Körpers irgendwelche Gewichte ranhängen zu lassen. Genau. Aber das auch, als ich auch auf der anderen Seite auch, dass ich auch meinen Partnerin das gerne machen würde auch. Also auf beiden Seiten erleben und leben, also spüren lassen. So. Ja, also aktiv und passiv. Genau. Ja, seit 10 Jahren ungefähr. Ja, nur das Problem ist, ich bin, habe noch nie eine Partnerin gehabt, also noch nie eine Freundin überhaupt. Also regelrecht Partner, Jungfrau, sagen wir mal so. Ja. Meine normalen sexuellen, ja, Entjungfrau habe ich letztes Jahr bei der Prostituierten gehabt, weil ich habe das nicht mehr aushalten können, weil es hat nie geklappt, mit Freundin zu finden, also eine normale Freundin, wie gesagt. Da habe ich dann Jahre überlegt, machst du nicht. Mich natürlich noch zum Bordell mal gegangen, das endlich mal zu erleben, wie das ist. Aber es ist nicht das Wahre. Es ist ein Geld hinlegen und, naja, kann man sich ja vorstellen. Es ist nicht so. Das ist ja, du warst ja schon relativ alt, als du das zum ersten Mal dann gemacht hast. Ja, so. Ich bin eben leider so ein schöner Typ. Ja, hast du dich denn nie mal früher, so als Jugendlicher oder ein bisschen später, mal verknallt einfach mal in eine Frau? Abgesehen jetzt von diesen sexuellen Einzelheiten. Auch, nur das Problem war, was ich denke, dass das Problem ist, du sagst, man soll es nicht aus in die Vergangenheit zurückerinnern, so. Und ich habe mal in der 5. Klasse einen blöden, dummen Jungstreich gemacht. Mhm. Und zwar so ein alter, der Bravo-Leserei, wie es schon ist. Habe ich mal so einen anonymen Brief an einige Mädels in der Klasse geschrieben. Ja. So ganz blöd, irgendwie so, möchte ich gerne nackt sehen, fotografiere dich nackt und stell das Foto hinter der, klick das Foto hinter der Tafel. Und sag jedem, der mit dem zweiten Buchstaben A ist, also Daniel, zweite Buchstaben A. Moment, ich habe akustisch nicht verstanden. Du hast geschrieben, ich möchte dich gerne nackt sehen und dann? Ja, und die sollen sich dann fotografieren und das Foto dann eben hinter der Tafel kleben, damit ich das dann irgendwann abholen kann, so, ne? Ja. Also schon anonym. Ja. Wurde natürlich dann prompt am nächsten Tag von genau dem Mädchen ertappt, also entlarvt, wo ich damals richtig verschossen drin war. Mhm. Und wie das eben so war, natürlich Theater in der Schule. Also das heißt, du bist dann da hingegangen, da stand natürlich kein Foto. Nee, der hat es an der Schrift erkannt, dummerweise. Ach so. Die ganze eben eine Schrift irgendwie, war schon ein so Schriftvergleich, wie das schon ist, ne? Ja. Und ich möchte natürlich ein bisschen dazugeben auch, dass das okay, das war eine Riesenblamage, das Ganze. Genau. Da warst du wie alt? Ja, in der 5. Klasse war ich mal 12 Jahre oder sowas. 12 Jahre. Hat dir einen heftigen Schock versetzt, das Ganze? Und darauf führst du das zurück, dass du dich dann später eher ja, zurückhaltend Frauen gegenüber verhalten hast? Genau, war erst in Zänseleien von Klassenkameraden zurückgezogen, auch nie in der Disco großartig gewesen, erst mit 16 das erste Mal, dann 7 Jahre überhaupt nicht mehr. Ja, so, jetzt hast du mir das gerade so genau beschrieben, wie du sexuell ausgerichtet bist. Du sagst seit 10 Jahren. Aber erst vor ein paar Jahren deine sexuelle erste Erfahrung gemacht. Letztes Jahr deine erste sexuelle Erfahrung. Wie hast du das denn vorher nur in der Fantasie ausgelebt?
ja, Fantasie ausgelegt, wie gesagt, eben nur anhand von Fotos eben, das mich interessiert. Mhm. Aber nie getraut, irgendwas zu machen, weil wie soll ich dann als einer, der sich sowieso nicht traut, Frauen anzusprechen, dann irgendwie letztlich noch so eine SM, so noch schärfere. Natürlich, Gedanken, ja. Ne? So, und nun ist es dann voriges Jahr passiert. Und wie ist seitdem nochmal irgendwas Sexuelles passiert oder nichts mehr? Ich weiß euch, dieses Jahr war ich insgesamt viermal. Bei einer Prostituierten. Genau. Und genau bei einer Prostituierten, die auch dieses Programm anbietet. Nee, ganz normal. Ach, ganz normal. Das Standardprogramm. Und warum gehst du nicht, wenn schon, dann zu einer, die alles anbietet? Ja, es ist eben so eine Sache, ich sehe das ein bisschen mit dem Bezahlen, ist eine Sache. Es ist irgendwie, macht die ganze Sache kaputt, finde ich. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, Daniel, 28 Jahre, junger Kerl, du hast du bestimmt einen Rechner zu Hause, oder? Ja, sicher. Hast du. Du bist auch im Internet. Ja. Ja, so. Da gibt es dann 100.000 Foren und Kontaktmöglichkeiten für Leute, die genauso gestrickt sind wie du. Warum baggerst du denn nicht einfach ein bisschen rum? Ja, es gibt verschiedene Angebote im Internet, aber das ist so wie beim normalen Bereich auch. Man wird da ja nur verarscht. Nein, meine Erfahrung sind das so. Ja, aber es gibt, natürlich ist das Internet ein Forum, wo man gut verarscht wird, aber es gibt auch immer wieder Möglichkeit, dass man über das Internet einfach Gleichgesinnte trifft, in Chaträumen und so weiter. Hast du es dann schon ausführlich und immer wieder ausprobiert? Ja, habe ich auch schon probiert. Das heißt, im normalen Bereich ist in der Frage eben, was ich machen soll. Also, einerseits möchte ich gerne überhaupt eine Freundin haben. Also das wollte ich gerade noch fragen. Ist das diese besondere, bizarre sexuelle Neigung, die du hast, ist die Voraussetzung für eine Partnerschaft? Das weiß ich eben nicht. Klar, ist auch schwer zu sagen. Das ist eben so eine Sache, ich möchte es erleben. Einerseits möchte ich erleben, wie ist es, auch eine Freundin zu haben. Das gehört ja dazu mit Zusammenleben, Alltag erleben, verreisen, was? Eben Zweisamkeit. Ich kenne das überhaupt nicht. Was machst du so in deiner freien Zeit? Hängst du viel zu Hause rum? Das heißt viel. Ich habe Unternehmung, Motorradfahren, Bowling, also den Kram eben auch. Ne? Bowling, das heißt, Bowling ist ja eine Gemeinschaftssache. Da sind auch, also du hast auch durchaus einen Bekanntenkreis um dich rum. Einen kleineren. Was machst du vom Beruf? Informatikaufmann. Informatiker. Das sind ja eher so die Tüftler, ne? Auch die ruhigen. Ja, die für sich so alleine da sitzen. Ja, Daniel, ich glaube, dass man in so einer Situation einfach immer wieder versuchen muss, gegen seine eigenen Blockaden anzugehen und genau das zu tun, was man eigentlich nicht so bisher getan hat. Nämlich, dass man versucht, ein bisschen offensiver zu sein, dass du versuchst, mehr rauszugehen, dass du wirklich mehr auch in Chaträumen rumtreibst und versuchst, Leute kennenzulernen und dich dann eben auch real mit denen triffst, so schnell wie möglich. Das ist halt alles ein mühsames Unterfangen. Das ist auch nicht so einfach. Es ist auch wie jemand, der vielleicht nicht so gehemmt ist wie du, nicht einfach einen Partner zu finden. Also wenn die Leute kennengelernt haben, so, und den bin ich auch richtig, der wäre ich auch offen, aber so am Anfang bin ich sowas von verstockt, steif, da kommt nichts mehr rüber hier recht. Ja, schon, aber normalen Dates, das ist immer katastrophal, finde ich das irgendwie so im Nachhinein immer. Ich habe außer immer die ersten Dates nie ein zweites Date gehabt, zum Beispiel, ne? Es ist, aber was bleibt einem da übrig? Man kann sagen, okay, ich bin schüchtern, und ich ziehe mich zurück wegen meiner Schüchternheit, dann bleibst du für immer alleine. Aber man kann sagen, okay, ich bin schüchtern und gehe dagegen an. Und wenn es auch mühselig ist und vielleicht auch immer nur ein bisschen funktioniert, so wird es doch irgendwann zu einem Erfolg führen, bin ich ganz sicher. Aber das musst du machen, das musst du auch wollen. Wenn du nämlich mit 28 da nicht jetzt gegen dich angehst, dann wird es immer schwieriger, je älter du wirst, glaube ich. Ja, verstehe ich wohl. Das ist jetzt eine Sache eben. Du müsstest eigentlich die ganze Tastatur loslegen an versuchen, Kontakte zu knüpfen. Das heißt, das persönliche Rausgehen. Frauen anzusprechen, wenn möglich, irgendwo in Diskotheken, in Kneipen. Vielleicht auch über ein Hobby noch mehr Öffentlichkeit suchen. Ich meine, mit dem Bowling ist ja schon mal ganz gut. Vielleicht gibt es irgendwie noch ein anderes Hobby, wo man automatisch dann auch über das Hobby mit anderen Leuten und auch mit Frauen in Kontakt kommt. Das ist ja immer die beste Möglichkeit. Und Internet. Ja, beim Motorradfahren ist ja auch großes Feld, wo viele sich leider rumtun, die es nicht ernst meinen und keine Chance für Neuansteiger suchen. Dann. Also es ist eben so abgeklärt, vor allem in dem SM-Bereich, das Gefühl, dass sie... Oder geh doch mal zu einer SM-Party. Es gibt auch immer diese SM-Partys, überall in größeren Städten. Ja, ich war letztes Mal in Bochum, der ist aus dem Laden, das erste Mal überhaupt da drin, um so einen Eindruck zu bekommen, was alles möglich ist und so. Ich fand es sehr interessant, nur eben, dann sitze ich, da ist ja auch hier, habe zugeguckt, aber auch nicht angesprochen, die Leute, ich kam nicht ins Gespräch. Mensch, Daniel, jetzt warst du einmal da.
Ja. Jetzt warst du einmal da und jammerst mir die Ohren voll, da ist nichts passiert. Was meinst du, wie oft ich schon in Kneipen oder Diskotheken früher auch war und ist auch nichts passiert und hätte gerne gewollt, dass was passiert wäre? Und immer passiert mal irgendwann auch was, wenn man dann am Ball bleibt. Da gibt es jetzt kein Ja-Aber mehr, du musst einfach aktiv sein. Nur durch Zappeln und Strampeln hältst du dich oben, sonst gehst du unter. Ja, simple Wahrheit, aber so ist es. Ja, klar. Ja. Und wenn du schon mal in solchen Läden warst, ist doch interessant. Da hast du schon mal auf jeden Fall Gleichgesinnte. Da würde ich mich da einfach ein bisschen mal durchhorchen. Da gibt es auch schon mal Privatpartys im SM-Bereich oder weiß ich was. Einfach immer wieder versuchen. Du wirst oftmals nochmal einen auf die Nase kriegen und es wird nichts passieren. Aber es ist immer ein gutes Gefühl für sich selbst zu sagen, ich habe es versucht, ich habe es gemacht. Es ist ein saublödes, frustrierendes Gefühl, wenn man zu Hause sitzt und wenn man nichts gemacht hat und wieder nichts passiert ist. Und man sitzt wieder alleine da und hat die Hände bemüht. Ja, ich bin ja 28, versucht seit jahrelang schon einen Freund zu bekommen. Und dann schon die doofen Sachen wie Weihnachten ist vor der Tür wieder da, nicht mehr super, immer oder nicht. Ne? Ja, also das ist frustrierend. Damit musst du natürlich dieses Jahr leben, dass du wahrscheinlich dieses Jahr keine hast. Ne? Also wie gesagt, ich würde dir wirklich raten, das ist die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, noch mehr aktiv zu sein. Und dieses Ja-Aber, was du immer so mir gerade auch gegenüber gesagt hast, gar nicht erst anfangen zu denken. Machen, 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 machen. Daniel, wenn du erfolgreich warst, bitte mailen. Ja, ja? Mache ich. Alles Gute. Versprochen. Tschüss. 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 So, ihr Lieben, wir sind hier und ihr seid auch da. Heute sind wir im Radio bei Salve ausschließlich und im Fernsehen im Kanal 1 Festival, nicht im WDR-Fernsehen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. An dieser Stelle schon mal ein Hinweis auf unser Thema. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Engel und Teufel. Ich möchte gerne mit euch über Menschen sprechen, die für euch Engel sind oder Engel waren. Und ich möchte gerne mit euch über Menschen sprechen, die für euch Teufel sind, die euer Leben vielleicht zerstört haben oder die euch schwer zugesetzt haben, die eure Seele verletzt haben. Engel und Teufel ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Weiter geht es mit der Sonja. Und Sonja ist 49. Hallo Sonja. Ja, Namens, grüß dich. Namens. Brian. Ja, schön, dass du da bist. Ich bin total aufgeregt. Macht gar nichts, wir schaukeln das schon. Ich habe schon 97 mal mit dir gesprochen, um einen Partner ging es da. 1997? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her. Ja, ist lange her. Erzähl, um was geht's denn heute? Ja, ganz, ganz traurige Nachricht habe ich am Mittwoch bekommen. Und zwar hat man meinen Sohn, der lebt seit 6 Jahren in Berlin. Mhm. Und den haben sie tot in seiner Wohnung gefunden. Ach. 29 Jahre. 29 Jahre? Ja. Ich bin geschieden. Wann hat man ihn gefunden? Am Mittwoch. Am Mittwoch? Also von der knappen Woche? Ja. Was ist passiert? War er krank oder ist es ein Verbrechen? Nee, er war total gesund. Er hatte Asthma, aber sonst hat er auch nichts gehabt. Der hat mit Drogen soll er was zu tun gehabt haben. Ah ja. Das habe ich als Mutter aber immer nur vermutet, weil seine Psyche sich total verändert hat. Wie war euer Kontakt? Habt ihr euch oft gesehen? Oder nicht? Gar nicht, seit 6 Jahren gar nicht. Ach, gar nicht mehr, absolut gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Auch nicht telefoniert oder so? Doch, nur telefoniert. Nur telefoniert. Ja, und letztes Jahr, da hat er mich mal nach 6 Jahren besucht mit seiner Freundin. Du wohnst in Nordrhein-Westfalen? Ich wohne in Wuppertal. In Wuppertal, ja. Und ich war so begeistert, wie ich meinen Sohn gesehen habe und... Ich kann es nicht glauben, Domian, dass er mein Sohn sein soll. Ich habe da so eine Fantasie, dass das irgendwie in seiner Wohnung ein anderer Mensch war. Hm. Ich bin total aufgedreht. Aber er ist identifiziert als dein Sohn offiziell. Von der Polizei. Nur anhand der Daten, Geburtsdatum und Wohnung. Du bist du denn dann nach Berlin gereist vorige Woche? Oder? Nein, gar nichts, gar nichts. Warum nicht? Erstmal bin ich ein sehr, sehr ängstlicher Mensch und ich bin nicht gesund. Mhm. Ich kriege sehr, sehr schwer Luft. Mhm. Ich habe einen großen Bandscheibenvorfall und psychisch bin ich auch in Behandlung, weil ich habe starke Depressionen durch schlimme Erlebnisse. Ja. Wo soll der Junge denn beerdigt werden? In Berlin? Oder? Ja, ich möchte gerne. Und zwar ist 97 schon mal ein Kind von mir verstorben mit 9 Jahren durch einen Verkehrsunfall. Mhm. Und ich möchte gerne als Mutter, dass mein Sohn nicht irgendwo in Berlin anonym begraben wird. Mhm, ich möchte, dass er hier runterkommt und
bei seinem Bruder beigesetzt wird. Ja, das kannst du ja auch als Mutter arrangieren. Domian, ich bin Hartz-IV-Empfängerin. Mhm. Und ich bin seit 88 geschieden, wobei mein Mann sehr viel Kohle hat, sag ich mal, der mir das ermöglichen kann. Ja. Aber er hat von den ganzen Drogengeschichten jahrelang gewusst und hat die Dealer bezahlt. Der Vater? Ja, das habe ich jetzt von ihm selbst erfahren am Mittwoch. Mhm. Und jetzt muss ich natürlich schlucken, weil mein Ex-Mann ist sehr, sehr aggressiv, dass er die Kosten sonst nicht bezahlt für die Überführung jener Wuppertal von Berlin. Und ich habe so einen Druck. Also schau mal, der Vater, der eigene Vater, hat die Drogensucht des Sohnes finanziert. Ja. Der hat die Dealer bezahlt, damit die Dealer dem Jungen das Rauschgift geben. Die Dealer, hat mein Mann gesagt, wollten meinen Sohn vor Jahren schon umbringen, wenn er ihnen das Geld nicht gibt, was er schuldet den Dealern. Ach so. Und da ist mein Sohn aus der 5. Etage gesprungen vor lauter Angst, weil die hinter ihm her waren. Hat sich Gott sei Dank nur im Bein gebrochen und mehrere Brüche. Und dann. Also er hing ziemlich tief drin, dein Sohn auch, ne? In Verstrickungen, in Problemen. Ja. Ja. War er heroinabhängig? Weißt du das? Domian, ich habe, wie er mich besucht hat, wie gesagt, er sah aus, ganz toll, wunderbar, erholt. Ich habe keine Einstiche gesehen, nichts an Arme. Na gut, das muss man vielleicht auch nicht so direkt sehen. Aber offensichtlich hat er ein großes Drogenproblem. Das ist auf jeden Fall sicher. Und sicher ist, dass er daran auch gestorben ist. Die haben zu mir gesagt, es kann sein, dass das gepanscht war, dieses Zeug. Das wird alles untersucht erst. Und selbst und sich umgebracht hat er nicht. Ist denn eine Obduktion vorgenommen worden oder wird das noch? Doch, die ist noch nicht vorgenommen worden. Die Beamten waren hier und haben dann von hier aus mit seinem Handy, haben die dann mit der Pathologie der Charité gesprochen. Mhm. Und da hat man denen gesagt, die sollen mich mal fragen, ob mein Sohn tätowiert war oder gepierst. Und ich habe das mit Nein beantwortet. Ja. Und deswegen lebt mein Sohn für mich noch. Du hast das mit Nein beantwortet, aber der Mensch, der dort verstorben liegt, war tätowiert und gepierst. Ja, wo war er tätowiert und gepierst? An welcher Stelle? Haben sie mir nicht gesagt, weil ich stand total unter Schock. Ich habe auch die Hälfte gar nicht richtig mitgekriegt. Aber das kannst du ja gar nicht sagen, wenn du ihn 6 Jahre nicht gesehen hast. Oder nur ich habe ihn ja voriges Jahr gesehen. Ja gut, aber du hast ihn ja nicht nackt gesehen wahrscheinlich. Nee, genau. Warum war das Verhältnis eigentlich so, so distanziert zwischen dir und dem Sohn? War nicht so distanziert, sag ich mal. Ich habe eine sehr, sehr schlimme Ehe hinter mir, wobei das war der älteste Sohn, der sehr viel mitgekriegt hat. Ja. Und der liebte mich über alles. Ja. Man hat ihn hier im Wuppertal beraten, da hatte schon Drogenprobleme gehabt. Er sollte sich an der Stelle in Berlin, die nennt sich Synanon, da soll er sich dran wenden, das wäre die einzigste beste Suchtklinik, die ihm helfen kann. Ja. Und von da aus war mein Sohn von heute auf morgen verschwunden. Ohne was zu sagen, seitdem lebt er in Berlin. Ja, ja, aber dennoch wundert mich das sehr, wenn da ein enges Verhältnis war, dass man dann fast 6 Jahre keine Gelegenheit hatte. Das ist ja keine Entfernung von Wuppertal nach Berlin. Ja, er hat immer gesagt, er hat keine Kohle und die hat er dann immer ausgegeben für die Drogen. Ne? So, jetzt hast du die Geschichte auch noch von deinem Ex-Mann gehört. Der wiederum will nicht das Geld zahlen, dass dein Sohn hierher überführt wird. Doch, er will das bezahlen, hat er mir gesagt. Doch, das will er doch bezahlen. Ja, aber ich musste jetzt nur schlucken, weil er mir am Mittwoch gesagt hat, dass das schon seit 6 Jahren mit den Drogen geht und dass er die Dealer schon oft ausbezahlt hat. Also, dass die meinen Sohn dann nichts tun, ne? Ich stelle mir für dich sehr schwierig vor, dass du jetzt einmal den Schock zu verkraften hast, dass dein Sohn, dein junger Sohn tot ist und dann auch noch vor diesen 1000 Fragezeichen stehst. Was ist da genau passiert? Welche Rolle hat der Vater gespielt? Wie sehr war der Sohn verstrickt in die ganze Drogenproblematik und so weiter? Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Du weißt ja gar nicht so richtig, was los ist und du hast gar nichts so richtig zum Anfassen. Und die Angst, Domian, die jetzt kommt, mein Sohn hat die Kripo gesagt, der ist total verschuldet, was die Dealer betrifft. Mhm. Ich habe Angst, dass die denn meine Adresse noch rauskriegen oder von meinem Ex-Mann und die Kohle eintreiben wollen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ne? Ja, da würde ich mir... Ich starke Beruhigungsmittel. Da würde ich mir jetzt erstmal nicht so die Sorgen machen. Erstmal, wenn überhaupt, haben diese Dealer, wer immer das auch sein mag, ja, wenn überhaupt Kontakt zu deinem Ex-Mann gehabt.
deine Adresse rauszukriegen. Und selbst wenn sie die rausbekommen, wird man schnell mitkriegen, dass du keine reiche Frau bist. Da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Du hast jetzt andere Gefühle, mit denen du dich, die dich belasten. Nämlich die Trauer um deinen Sohn. Ja, und jetzt, dass ich schon ein Kind verloren habe, jetzt habe ich nur einen Sohn. Mhm. Und er lebte 6 Jahre in Köln. Und er ist von heute auf morgen, ohne mir zu sagen, auch abgehauen. Ja. Nach Berlin habe ich durch die Kripo rausgekriegt. Auch? Seit März. Ja. Ich habe da angerufen bei ihm und er ging nicht am Telefon. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Also es ist alles irgendwie völlig durcheinander. Ja. Und auch ziemlich kaputt alles. Ja. Die ganzen Verhältnisse. Du lebst ganz alleine? Ja, ich bin sehr zurückgezogen. Mhm. Ich habe mich so abgekapselt. Verstehe. Lass niemand mehr an mir ran. Ja. Hast du denn überhaupt gar keine Kontakte mehr? Oder gibt es vielleicht auch noch einen Ansprechpartner, eine Freundin, einen Verwandten? Nee, keinen. Gar nichts? Ja. Du lebst ganz alleine? Gar nichts. Ich habe einen Pfarrer hier gehabt. Mhm. Und ich bin in Therapie. Mhm. Du bist im Moment auch noch in Therapie? Ja, am Montag habe ich die Therapiestunde gehabt. Ja. Und die ist angeschlossen, direkt mein Psychiater ist auch direkt in der Praxis. Ja. Die arbeiten zusammen, die Therapeuten und der Psychiater. Also da ist schon mal ein fester Ansprechpartner. Ja, aber wie gesagt, Domian, ich habe so für mich jetzt, ich habe keine Lust mehr. Ich habe alles erledigt, was zu erledigen war, was von oben, sag ich mal, kam, vom lieben Gott. Mhm. Und ich bin müde geworden. Mhm. Ich habe nichts mehr. Das glaube ich. Ich glaube zumindest, dass du natürlich jetzt, dass das natürlich eine extreme Traurigkeit ist, die jetzt dadurch entstanden ist, durch diesen Todesfall. Ja, und die Angst, dass mein Sohn jetzt auch in Berlin ist, dass der auch in so eine Milieu reinkommt. Mhm. Was hat er denn vorher gemacht in Köln? Der war in Köln, Domian, der hat sich so glücklich gefühlt da unten. Hat er einen Beruf hier? Einen Job? Ja, der ist eben Fenster- und Rohladenbau, hat er gelernt. Und er hat einfach die Arbeit aufgegeben. Mhm. Und er hat einem Nachbarn von mir anvertraut, dass er Mietschulden hat und dass sein Arbeitsplatz auf Kippe steht. Ja. Und mein Nachbar, der wohnt hier bei mir im Haus, den habe ich mal mit nach Köln genommen. Ja. Und Sebastian, mein Sohn, kannte ihn nicht richtig und hat ihm das schon erzählt. Und er erzählt mir das jetzt, ne? Mhm. Und also, dann ist mein Sohn von heute auf morgen von Köln abgehauen nach Berlin. Mit wem er da unten ist, Domian, ich weiß überhaupt nichts. Du hast auch keine Möglichkeit, ihn irgendwie zu erreichen? Ich habe ihn, die Stadt Köln habe ich angeschrieben, das Einwohnermeldeamt. Mhm. Und da habe ich, nach einer Woche habe ich am Mittwoch, wie die Todesnachricht kam, habe ich dann Bescheid bekommen, wo der wohnt in Berlin. Da bin ich dann sofort und habe mich hingesetzt, habe geschrieben. Ja, und da hast du noch nicht zurückbekommen? Und heute habe ich einen Anruf gekriegt, heute Nachmittag von ihm. Ach, der war so aggressiv und... Hast du mir erzählt, dass dein Bruder verstorben ist? Habe ich reingeschrieben, sonst hätte der sich hier nicht gemeldet. Ja. Und der war aggressiv? Ja, sehr aggressiv. Das kenne ich von ihm. Er ist ein ganz lieber Junge. Mhm. Jetzt sterben sie alle. Ich werde verrückt. Was soll ich tun? Hilflos. Ne? Mhm. Ja, Moment. Der Sohn, der jetzt in Berlin ist, hat vielleicht auch Schwierigkeiten, aber... Er sagt, nee, aber ich spüre das als Mutter, Domian, dass auch da was ist. Ich spüre das. Ja, mag sein, dass vielleicht alles nicht so ganz im grünen Bereich ist, aber da wollen wir jetzt mal nicht zu schwach sehen. Ich kann verstehen, dass du im Moment so belastet bist, dass man sich natürlich dann Gedanken macht, jetzt, wenn dem einen jetzt auch noch was passiert, dann ist alles aus mit mir in meinem Leben. Ja. Aber er ist erstmal in Berlin und vielleicht ist, da wissen wir ja noch nicht genau, was da los ist. Vielleicht ist das noch gar nicht so sehr schlimm. Ich würde gerne Folgendes machen. Ich möchte erstmal, dass du mit meiner Psychologin sprichst, Sonja. Danke. Du hast einen Ansprechpartner, hast du gesagt, mit deinem Psychologen schon, aber dennoch möchte ich, dass meine Psychologin auch ein bisschen mit dir spricht, weil du ja doch sehr alleine bist. Dankeschön, Domian. Ja? Und mach weiter so. Deine Sendung sehe ich jede Nacht. Die ist ganz toll. Dankeschön. Dann legst du bitte auf. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute, Sonja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, wir machen weiter mit Amann. Stimmt das? Ja, das stimmt. Guten Morgen, Jürgen. Amann, 44. Ja, Amann, mit der Betonung auf der zweiten Silbe. Was ist das für ein Name? Das ist ein Sanskrit-Name. Aha. Ja. Und woher kommt die Familie? Nee, die Familie kommt aus Deutschland, aber in meinem Alter als Neugeborener hast du natürlich kein Mitspracherecht, ne, was Namen angeht. Da musst du das nehmen, was du kriegst. Ach so, die Familie ist eine urdeutsche Familie? Ja, genau. Du bist Oma und Uropa? Ja, sozusagen. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie Persien vielleicht. Nein, das wäre ja wieder zu. Ja, tausend und eine Nacht. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Hans-Dieter Hüsch, der heute von uns gegangen ist. Ja, ja. Und ich habe ihn erstmal
nur als Stimme kennengelernt. Mit 6, 7 Jahren hatten wir unser erstes Schwarz-Weiß-Fernsehgerät und da gab es Feder der Klamotte. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Nee, Laurel und Hardy hat er synchronisiert. Ach, das hat Hans-Dieter Hüsch gemacht? Das war Hans-Dieter Hüsch. Ach, das wusste ich auch nicht. Ah ja. Das hat er auch gemacht, weil er Geld verdienen musste. Er hat ja auch eine junge Familie zu ernähren und so. Und da ist er also dann morgens um 8 Uhr ins Studio gegangen, ins Synchronstudio und abends um 20 Uhr wieder raus. Und hat also da, er hat ja bei Väter der Klamotte zum Beispiel, hat er ja nicht nur einen synchronisiert, sondern alle. Alle, und was du hat alles auch noch den Off-Text gesprochen. Was du alles weißt. Und natürlich, es ist Hans-Dieter Hüsch gerade hier in Nordrhein-Westfalen sehr prominent gewesen. Ja. In den letzten, ich bin auch mit dem aufgewachsen, der war ja so viel im Radio und im Fernsehen. In der letzten Zeit ist es natürlich aufgrund seiner schweren Erkrankung sehr, sehr still um ihn geworden. Aber du hast ihn sicher auch persönlich kennenlernen können. Ich habe ihn einmal persönlich kennengelernt, da waren wir zusammen in einer Talkshow, ja. Ah ja. Da habe ich ihn kennengelernt und fand ihn ganz toll. Ja. Ein ganz beeindruckender Mann. Der war damals schon ein älterer Herr und ein sehr ausdrucksstarker, weiser Mann. So habe ich ihn. Genau. Ja, ich habe ihn so in Erinnerung. Diese tiefe Weisheit, das fand ich so wunderbar. Ich habe ihn hier bei uns in Lübeck einmal im Kolosseum gesehen, zu einer Veranstaltung. Und dann war ich mal in Köln, ich glaube, das war 1990, und da habe ich ihn mal auf der Domplatte getroffen und habe ihm die Hand gedrückt. Also gar nicht so Autogramm und Belästigung, sondern ich habe gemerkt, er ist ein bescheidener Mensch. Ich habe ihm nur die Hand gedrückt, habe gesagt, ich habe sie in Lübeck in meiner Heimatstadt gesehen und vielen Dank für alles. So. Wie hat er darauf reagiert? Ja, in seiner ganz ruhigen Art. Er hat gelächelt, hat sich bedankt und dann sind wir auseinandergegangen. Hat seinen Schal nach hinten geworfen und dann ist er in seiner ganz typischen Art über die Domplatte gegangen. Also es hat mir sehr leid getan, weil er sehr viel leiden hat müssen in den letzten Jahren. Er hat jetzt unter dem Krebs, ne? Ja, und hat einen Schlaganfall noch gehabt. Ja. Oh, und das wusste ich gar nicht. Sehr. Also, soweit ich informiert bin, ich bin nicht so ganz gut informiert, aber ich weiß, dass es ihm sehr lange Zeit nicht sehr gut ging. Ja. Und vielleicht ist es unter diesen Bedingungen dann auch eine Erlösung gewesen, jetzt, dass er hat sterben können. Auf jeden Fall. Also, wenn die Seele sich vom Körper trennt, das ist immer eine Erlösung. Mhm. Und er war ein ganz tiefgläubiger Mensch. Ich glaube, er hat auch keine Angst vorm Sterben gehabt. Heute ist ja ganz viel gelaufen, auch im WDR über Hans-Dieter Hüsch. Ja, genau. Ja. Und da war ja auch diese eine Szene, wo er mit dem lieben Gott spricht und er sendet ihn nochmal zurück zur Erde, setzt ihn auf sein Fahrrad. Und ich habe deiner Redaktion schon gesagt, dass ich heute ein Epitaph auf ihn geschrieben habe. Oh, ein Epitaph? Ja, Epitaph auf HDH heißt das. Ist das denn lang? Ja, es hat 3 Seiten, aber deine Redaktion hat gesagt, nicht mehr als 1,30. Ja, aber höchstens. Aber vielleicht noch ein bisschen kürzer. Na gut. Weil am Telefon ist das akustisch so ein bisschen... nee, ist klar. Ne? Ja, mach mal. Ich kann ja mal zackig lesen. Ja, lies mal zackig. Epitaph auf Hans-Dieter Hüsch. Du warst der Meister der leisen Töne und Hagenbuch, das war dein Mann. Du brachtest uns zum Lachen denken mit Worte, Stimme und deiner Orgel, was mit so wenigen Akkorden schon längst nicht jeder kann. Und vom Studentenkabarette bis auf die Waldeck gingst du dann. Da wollten sie dich nicht mehr hören, sie schrien und sie buhten aus. Das hat dich tief in deiner Seele getroffen. Als Deutschland dich nicht mehr verstanden, da gingst du in die Schweiz hinaus. Du liebst die Menschen, die kleinen Leute und Moers und Niederrhein hat dich geprägt. Mein Leben, sagtest du, verdanke ich meinen Füßen. Die waren um 180 Grad verdreht. Du hattest sehr viel Zeit zum Lesen. Als Dilettant machtest du Theater. Du spielst Klavier wo immer da. Du machtest Verse vom lieben Gott, als ob er wohl dein Nachbar war. Hör mal, das hast du heute geschrieben alles? Das habe ich heute geschrieben, als ich von seinem Tod erfahren habe. Das ist ja unglaublich. A, bist du ein sehr talentierter Schreiber. Danke. Und B, bist du ja hoch informiert über Hans-Dieter Hüsch. Das ist ja unglaublich. Ich habe diesen Mann sehr verehrt, aber nicht so im Sinne von jetzt Autogramm holen oder ihn anrufen oder belagern oder so. Einfach so. Aber du hast offensichtlich viel über ihn gelesen und weißt sehr viel über sein Leben. Ja. 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 Ja.
Ja, das finde ich auch traurig, dass er eben von uns gegangen ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es für ihn als kranken Menschen, der seinen Körper nur noch mühsam geschleppt hat und dem das Atmen und das Treppensteigen schwer fiel, natürlich eine Erlösung. Eigentlich stirbt er jetzt auch mit ihm so diese große alte Kabarett-Szene aus. Wir haben noch, Dieter Hildebrandt lebt noch. Genau. Aber das ist ein politischer, scharfer Kabarettist. Ist schon wieder ein bisschen anders, ja. Büsch war ein Poet und erst in zweiter Linie Kabarettist und natürlich, wie du schon richtig sagtest, ein Weiser, ein Philosoph. Ja. Ein Philosoph der leisen Töne. Wäre das auch so die Begründung, wenn ich dich fragen würde, was dich an ihm am meisten fasziniert hat, das, was du gerade gesagt hast? Also ich bin ja mit ihm groß geworden, dadurch, dass ich damals als Kind diese alten Filme gesehen habe, die er synchronisiert hat. Und ich finde die Laurel und Hardy von Hüsch synchronisiert als die schönsten. Das wusste ich wirklich noch nicht, dass er das gemacht hat. Ja. Das ist ja sehr schön. Ja, ja. Ich erinnere mich, ich fand das als Jugendlicher, als Kind immer so kurios, dass da ein Mann auf so einer Heimorgel sitzt und dazu Texte spricht, zwischendurch immer wieder mal so ein bisschen spielt. Und das war schon sein das war natürlich sein Markenzeichen, diese Orgel. Ja. Er hat nicht nur eine gehabt, ich glaube, er hatte vier davon. Wahrscheinlich, die ganze Republik damit gereist. Also wir ehren hiermit auch nochmal wirklich Hans-Dieter Hüsch und denken an ihn. Ja. Und sagen wirklich, wir beide gemeinsam, dass es ein großer Künstler war, ein großer deutscher Künstler war. Genau. Ja. Ich werde jetzt am 13. Januar hier in meiner Heimatstadt ein kleines Konzert mit selbst gedichteten Liedern geben, mit Gitarre und Gesangbegleitung. Das mache ich alles selbst. Und dieses Epitaph auf Hans-Dieter Hüsch wird natürlich auch noch vertont. Bist du so Hobbykünstler? Oder? Ja, genau. Ja. Was machst du sonst vom Beruf? Ja, im Moment ist es beruflich nicht so günstig, weil ich auch krank bin. Ja. Und aber ich würde gern was in dieser Richtung machen. Naja, also das hörte sich gerade schon relativ talentiert an, wenn man das wenn man das mal so schnell hinschreibt. Und ich habe es heute meiner Mutter vorgelesen, die ist 83 und die sagte, Junge, damit musst du an die Zeitung. Junge, da musst du was machen raus. Ja, genau. Ja. Und da habe ich gedacht, ach, dann rufst du doch mal an. Ja, vielleicht, aber wenn du da diesen öffentlichen Auftritt hast, vielleicht ist das ja ein Beginn einer neuen Karriere für dich auch. Ja. Lieber Amann. Ich wollte mich noch bedanken bei dir für deine Sendung. Ja. Es sind ja manchmal Themen, da denke ich mir, wie kannst du das alles verkraften? Also manche Leute sind ja wirklich am Rande der Existenz. Das stimmt, Und dann denke ich mir, dann gehst du aus dem Studio raus und dann denkt man auch darüber noch nach. Eben. Ja. Kein leichter Beruf. Aber so ist es halt. Alles klar. Aber ich kriege so viel Schönes und Gutes hier auch zurück von den Zuschauern. Und das ist so schön und so toll. Insofern. Es ist so witzig, ich sehe dich etwas zeitverzögert, weil ich dich über digital Kabel sehe. Aber so ist es eben. Schöne Grüße nach Lübeck. Ja. Du rufst aus Lübeck an. Ich rufe aus der Stadt der Sieben Türme an. Und, so ist es. Genau. Und ich wünsche für diesen Auftritt, den du da planst, einfach toi, toi, toi. Alles Wunderbar. Gute. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, auch schon mal ein Hinweis für unseren Samstag, den Promi-Talk. Diese Woche habe ich einen sehr berühmten Schauspieler da, Sky Dumont. Da muss ich gar nicht viel zu sagen. Schauspieler Sky Dumont, mein prominenter Gast, diese Woche Samstag im Wiederfernsehen, Promi-Talk bei Domian. Hier ist Uli und Uli ist 25 Jahre alt. Hallo Uli. Ja. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Uli. Bin ich jetzt bei Domian? Ja, dann bist du bei Domian. Ah, ich bin dran. Okay, alles klar. Willst du nicht? Bitte? Willst du nicht? Doch, doch. Ich war mir jetzt irgendwie eben nicht sicher, ob ich jetzt eines neuere Regie hatte oder... Nein, ich bin's. Alles klar, gut. Grüß dich. Um was geht's denn bei dir, Uli? Ja, ich habe ein kleines verzwicktes Thema. Mhm. Also, ich habe seit 4 Jahren eine feste Freundin. Ja. Ich habe sie auch wirklich sehr lieb, das kann ich wirklich sagen. Ja. Und wir haben etwas, wie soll ich sagen, schwierige familiäre Verhältnisse, was ihre Eltern betrifft. Mhm. Und was auch belastend wirkt, ja. Was heißt schwierige Verhältnisse? Kannst du so kurz anreißen, was da los ist? Also ich bin beruflich betrachtet etwas chaotisch. Was machst du denn beruflich? Also eigentlich bin ich Bankkaufmann. Ja. Hab das auch gelernt. Ja. Hab's auch abgeschlossen. Ja. Durchschnittlich abgeschlossen und bin aber in diesem Beruf nie so richtig glücklich geworden. Also ich habe für mich festgestellt, ich bin kein richtiger Vertriebler, wie man das da sein muss. Ja. Ja. Und was machst du im Moment beruflich? Im Moment, ich bin jetzt bei einer Bank gewesen, bin aber freigestellt und bin dort nicht mehr. Also der Vertrag war befristet und läuft auch aus jetzt zum... Okay, wir waren so bei den schwierigen familiären Verhältnissen
in der Familie deiner Freundin. Genau. Ja, und ich vermute mal, ja, dass ich, also wir reden auch gar nicht miteinander, also ihre Familie und ich. Ja. Also wir haben eigentlich keinen Kontakt mehr. Also eigentlich habe ich nur noch Kontakt zu meiner Freundin. Ihr wohnt nicht zusammen? Wir wohnen nicht zusammen. Ich wohne, ja, ein bisschen weiter weg von ihr. Wie alt ist deine Freundin? 20. 20. Wohnt die noch bei den Eltern? Die wohnt noch bei den Eltern, ja. Die ist gerade auf der Meisterschule. Und das heißt, dass du da gar nicht hinfährst, weil du keinen Bock hast auf die Eltern, oder wie? Nee, gar nicht. Also wir treffen uns entweder in so einem Jugendzentrum, ja, wo auch ihre Schwester dabei ist. Mhm. Sie kommt nicht zu dir nach Hause? Doch, doch, natürlich. Doch, das auch. Mhm. Also Aber wie gesagt, bei ihr spielt sich also gar nichts ab. Noch nie, noch nie. Das haben ihre Eltern nicht gewollt, und sogar verboten. Also das heißt, du bist ja nicht sehr beliebt bei den Eltern, weil du für die Luftikus bist und nicht so genau funktionierst, wie die das gerne möchten. Richtig, genau. Ja. Was ist genau der Grund deines Anrufes? Das war der eine Grund. Der schwierige Hintergrund. Der andere Hintergrund ist, dass ich ihre Schwester, wir hatten mal bessere Verhältnisse, dann wieder ein sehr schwieriges Verhältnis. Mhm. Man könnte schon beinahe sagen, manchmal war so richtiger Hass, also wo wir gar nicht miteinander gesprochen haben. Ja. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen die Nähe zueinander gefunden und ich kann mich nicht, ja, ich kann es gar nicht so genau verschließen. Also ich muss es wirklich sagen, wir haben, oder ich habe so gewisse, oder ein bisschen Gefühle auch für sie entwickelt, ja. Für die Schwester deiner Freundin? Ja, genau. Und das ist etwas schwierig, das weil ich habe nämlich meine Freundin über alles lieb und, Wie alt ist die Freundin, die Schwester deiner Freundin? Die Schwester ist 18. 18? Wird 18. Mhm. In welchem Zusammenhang siehst du die überhaupt? Wenn du nicht zu der Familie fährst, dann bestehen doch gar nicht so viele Berührungspunkte, oder? Ja doch, man sieht sich halt, wie gesagt, in diesem Jugendzentrum. Da ist sie auch. Ja, das ist dann die letzte Zeit auch. Du hast Gefühle also für die Schwester, deine Freundin entwickelt. Ist da schon ein bisschen mehr passiert, als nur Gefühle entwickeln? Ich glaube, bisher nur Gefühle entwickeln. Da, vielleicht ist es auch einfach nur... Da ist, ja, nichts, also, da ist noch nichts passiert, nichts gelaufen. Nein, gar nicht. Gar nichts. Und die weiß das auch gar nicht. Die weiß es nicht, meine Freundin weiß es auch nicht. Mhm. Also, das ist auch jetzt ein bisschen gewisses Risiko, wenn ich das jetzt mache. So offen drüber rede, aber ich kann es auch nicht länger in den Berg halten. Also irgendwann muss ich ja mal eine Lösung finden, was das betrifft. Mhm. Das Verhältnis zwischen dir und deiner Freundin ist eigentlich gut, würdest du sagen? Es war nie spannungsfrei, aber so im Großen und Ganzen ist es eigentlich gut, ja. Und du hast sie auch lieb. Ja, doch. Also, und sie dich auch? Ja, ja. Wie lange ist denn das mit den Gefühlen zu der Schwester? So. Seit die Schwester mit einem Freund meiner Freundin, ist jetzt noch komplizierter, zusammen war. Mhm. 2 Monate, die hatten einen Stand sehr lieb gehabt und dann relativ plötzlich mit ihm auch wieder Schluss gemacht. Wann war denn das? Im Sommer diesen Jahres. Achso, im Sommer. Da, genau. Und da ist dir so, sind dir so ein bisschen die Augen aufgegangen für sie. Ein bisschen schon, ja. Mhm. Ich muss sagen, als ich meine Freundin kennengelernt habe, war das schon mal so ein bisschen, aber da habe ich mir gedacht, ey komm, eigentlich doch nicht, ja. Mhm. Und jetzt nach einer ganzen Weile ist es dann doch wieder etwas mehr aufgeflammt. Ich meine, weiß nicht, warum das so ist. Ich habe echt keine Erklärung dafür. Also ja, ist auch immer sehr schwer. Wenn man jemanden toll findet, ist das auch in der Regel schwierig zu erklären. Ein bisschen kann man schon erklären, aber ich meine, es ist noch sehr, sehr früh, dass du das thematisierst und das finde ich auch gut. Das heißt, jetzt, wenn du die Entscheidung fällen solltest, kannst du dich noch sehr gut zurückpfeifen. Da ist noch nichts passiert, da ist noch nichts kaputt gemacht. Gar nichts. Das findet alles noch... Ich möchte eigentlich auch gar nichts kaputt machen, weil es ist eigentlich, wahrscheinlich hat es nur ein paar kleine Gründe, ja. Es mag vielleicht sein, irgendwie, denke ich mir jetzt mal, ja, zu ihren Eltern, also zu meiner Freundin, ihren Eltern, beziehungsweise ihrer Schwester, habe ich absolut kein gutes Verhältnis, ja. Mhm. Okay. Und das wird sich auch nicht bessern, weil von der Seite auch nichts kommt. Okay, und der kleine Bruder übrigens auch, also zu dem habe ich auch kein gutes Verhältnis. Schlicht und ergreifend, weil sie halt so denkt, naja Gott. Also ich meine, in diesem Fall gibt es einfach nur eine klare Fragestellung. Bin ich bereit oder nehme ich in Kauf, die Liebe zu meiner Freundin in irgendeiner Weise zu gefährden? Eigentlich nicht. So, somit ist die Entscheidung schon getroffen. Raus aus dem Kopf damit. Ja, wahrscheinlich. Raus aus dem Kopf damit. Ja, du kannst dich ja vielleicht süß finden oder putzig oder nett oder so. Aber da kann man sich laufen lassen und sich reinsteigern in so eine Verliebtheit. Ja, man kann die aber auch immer schön zur Seite legen. Weil dann, wenn du das weiter verfolgst, gibt es nur Chaos. Ich habe genug Chaos. Das gibt nur Chaos. Und dann gefährdest du hochgradig die Beziehung zu deiner Freundin, von der du gerade geschildert hast, dass sie eigentlich gut ist.
Ja. So, und das macht man nicht, was soll das? Außerdem ist das auch sehr schwierig, die beiden Mädchen, für die ist das natürlich, wäre das dann ja auch eine ganz schwierige Situation. Außerdem ist die erst 18 Jahre, na gut, du bist, ja gut, das ist nicht so ein großer Unterschied, aber Finger weg, Uli. Klarer Rat. Eine tolle Idee, ne? Ja, in der Tat. Ich meine, wenn die Liebe jetzt so groß zugeschlagen hätte und von beiden Seiten und so, irgendwann, dann kann man natürlich nicht, dann geht die Liebe schon ihren Weg. Aber das hört sich jetzt eher wie so ein Gedankenspiel an. So ein, du findest sie zwar nett und so, aber es muss auch nicht unbedingt sein. Weg damit. Raus aus dem Kopf. Konzentrier dich auf deine Frau. Was? Es wäre, glaube ich, wirklich besser so. Ja. Chaos habe ich schon genug. Ja, so oder so. Ja, hört sich wirklich so an. Genau. Nicht noch mehr verkomplizieren alles. Nee, das ist wirklich so. Also beruflich wie auch privat. Es geht hoch und runter die ganze Zeit schon. Ja. Also nicht noch eine Baustelle aufmachen. Ne? Ja, klar. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Uli. Ciao, ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt hier live, dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Es geht weiter mit Frage ich mit der Katharina. Mit Katharina ist 21. Hallo Katharina. Hallo. Hallo. Schön, ich dass du da bist. 21, nicht 25. Ich dachte, es gesagt zu haben. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich es nicht gesagt habe. Mach nicht. Ich habe dich falsch verstanden. Katharina, 21 Jahre alt. Ja. Und dein Thema? Ist Übergewichtigkeit nach der Schwangerschaft. Ich habe es nicht verstanden. Was denn? Übergewichtigkeit nach der Schwangerschaft. Übergewichtigkeit nach der Schwangerschaft. Ja. Das heißt, du warst schwanger? Ja, vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren? Und hast wie viel zugenommen? Wie schwer warst du vorher? Wie viel hast du während der Schwangerschaft? Also, vor der Schwangerschaft habe ich gewogen ungefähr so 58, 59, war immer so am Schwanken. Während der Schwangerschaft? Da ist das dann hochgegangen auf 70, auf 80 und dann bis zu 95. Oh, das war viel. Ja, verdammt viel. Das fand ich auch. Wow, wie groß ist das? Ich dachte schon, eine Waage wäre 1,63 Meter. 1,63 Meter. So, und heute, wie viel wiegst du heute? 4 Jahre nach der Schwangerschaft? Immer noch so viel, wie ich zugenommen habe. Um die 95? Genau. Viel? Ja, verdammt viel für meine Größe. Ja. Ich meine, mir sieht man das zwar nicht an, weil das sich auf die ganze Größe verteilt hat quasi, aber ist irgendwo belastend. Ja, na klar, klar. Hast du denn schon viele Sachen unternommen? Diäten, Sport, weniger Essen? Ich habe 10 Jahre Handball gespielt. Oh. Und auch jetzt nach der Schwangerschaft wieder angefangen zu spielen? Nee, dann nicht mehr, so kurze Zeit noch, aber dann hast du auch nicht mehr geschafft wegen dem Kleinen und. Wie sieht's denn aus mit dem Essen? Isst du auch relativ unkontrolliert und viel? Eigentlich nicht. Ich esse eigentlich viel mehr gesünder. Also ich koche ja ohne Fettgehalte und alles. Ja. Ich habe auch Weight Watchers gemacht, aber irgendwie. Also es liegt nicht daran, dass du dir ständig Fritten und Süßes reinziehst. Nee, um Gottes Willen. Das nicht. Das habe ich noch nie getan. Ja. Dann ist es ja sonderbar, dass es nicht sich so, zumindest ein bisschen bewegt, das Gewicht, dass es nicht ein bisschen runtergeht. Nee, also geht gar nichts. Also, wie ist es zu erklären? Ich habe mal bei uns in der Familie so nachgeforscht, Mamas Elternteile, davor noch die von meinem Papas Seite. Ja. Aber irgendwie meine Mama zum Beispiel auch nicht. Die hat 2 Kinder. Ist dünn, meine Oma hat 5 Kinder, ist dünn, meine andere Oma auch 5 und auch, also. Also ich bin ja kein Ernährungsberater oder schon gar kein Berater in Sachen Schlankheit, aber so mein gesunder Menschenverstand sagt mir, wenn du das mit dem Essen schon ordentlich im Griff hast, wobei ich das nicht beurteilen kann, das musst du beurteilen, dann gehört natürlich unbedingt, das weißt du als Hobbysportlerin nur zu gut, auch ordentlich Bewegung und sportliche Betätigung. Mach das doch noch. Ich meine, ja, ich habe ja Bewegung ohne Ende. Also. Ja gut, aber so. Ich habe ja kein Auto, kein Führerschein, habe ein Fahrrad, der kleine Pfeffer, wir gehen auch viel spazieren und so. Also ich weiß nicht, woran das noch liegen könnte. Ich habe auch schon jetzt einen Test gemacht vor einem Jahr wegen Schilddrüse. Ja, das wollte ich gerade fragen. Hast du das Gesundheitliche alles abgeklärt? Ja, also mit der Schilddrüse war jetzt vor einem Jahr noch alles okay. Ja. Und was meint der Arzt? Steht genauso vor so einem Rätsel wie ich. Bitte? Also er meinte, wenn es nicht in der Familie liegt, dann weiß er es auch nicht. Ach so.
Also weil er meint, er ist sehr, sehr familiär begründet. Also dass so. Ihr Uroma oder Ur-Uroma vielleicht. So, Katharina, ich fasse mal zusammen. Zugenommen von 58 Kilo auf 95 durch die Schwangerschaft. Schwangerschaft liegt schon 4 Jahre zurück und du kriegst das Zeug, das heißt die Funde nicht runter. Nee. Du isst vernünftig, du hast schon deine Bewegung, machst jetzt nicht gerade den Megasport, aber hast deine Bewegung. Und gesundheitlich ist auch alles in Ordnung. Der Arzt steht auch vor einem Rätsel. Ja. Da bleibt mir jetzt einfach nur noch die Hoffnung unserer Zuschauer und unserer Zuhörer. Wer einen guten Tipp weiß, wer eine Idee hat, der möge uns doch bitte mailen unter domian@wdr.de und wir geben das an dich weiter. Ja, das wäre super. Das wäre doch mal eine Idee. Klappt das? Ja, manche eine hat ja vielleicht eine super Idee, die dann auch funktioniert. Und wenn man selbst nicht drauf kommt, dann klappt es halt. Ja. So, sollen wir mal so verbleiben, Katharina? Ja, das wäre super. Wir gucken mal, was hier so reinkommt und sortieren die seriösen und die unseriösen Sachen raus. Und dann reichen wir das dann nicht weiter, okay? Ja. So machen ist wir in das. Ordnung. Ja, liebe Katharina. Sehr lieb. Hoffentlich klappt es und dann wünsche ich mal, drücken wir uns mal die Daumen, dass da was Gutes bei ist. Ja, ich hoffe es, weil ich will gerne meine alte Figur wieder haben. Glaube ich. Also schon Unterschied von 95 bis zu aber hallo. 56. Aber hallo. 59, also. Ja, aber hallo. Mir würde auch schon die 70 Kilo reichen, also wenn ich bis dahin kommen würde, dann wäre schon optimal. Noch eine Frage, in diesen 4 Jahren gab es auch keinerlei Schwankungen, dass es mal ein bisschen runtergegangen ist, es blieb konstant dann so bei 95 ungefähr. Nee, es war schon am Schwanken, also aber immer so zwischen 3-4 Kilos, aber ja, gut, die kamen hinterher genau. Auch wieder, also. Ja, also nicht gravierend. Nee, ich habe auch schon mit Entwässerungskapseln versucht, weil ein Arzt, wo ich mal war, der sagte, das wäre Wasser alles. Ja. Gut, und dann war also. Wir warten mal ab und gucken mal, was kommt. Einverstanden? Ja. Alles Liebe, Katharina. Tschüss. Oh, kann ich noch dranbleiben jetzt, oder? Nee, du legst erst mal auf und wenn wir dann Sachen reinkriegen, werden wir uns bei dir, aber heute nicht mehr, morgen werden wir uns dann melden. Ist in Ordnung. Okay, tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne sprechen wollt mit mir, dann meldet euch, so wie das die Belinda gemacht hat. Und Belinda ist 41 Jahre alt. Hallo Belinda. Schönen guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend. Deswegen rufst du an? Ich möchte einfach mal mit jemandem über meine Einsamkeit sprechen. Deine Einsamkeit? Mhm. Wie lange bist du schon einsam? Ich bin seit einiger Zeit Single, seit circa 3 Jahren. Mhm. Und das erste Jahr war es für mich nicht so schlimm. Mhm. Und jetzt seit 2 Jahren merke ich, dass ich mich immer mehr verschließe. Mhm. Und zwar so sehr verschließe, dass ich ja eigentlich so eine gespaltene Persönlichkeit aufgebaut habe. Das heißt? Das heißt, auf der einen Seite bin ich die treue, sorgende Mama. Ich habe 2 kleine Kinder. Mhm. Wie alt sind die? Bin alleinerziehend. Ich habe eine Tochter, die ist 8 und mein Sohn ist 10. Ja. Und mache so meine Pflichten, versorgt das Haus, versorgt die Kinder, bin Vollzeit berufstätig, arbeite im Schichtdienst rund um die Uhr, versuche also so alles ans Laufen zu kriegen. Das funktioniert auch alles super gut, solange ich im Alltag eingebunden bin. Mhm. Aber wenn ich denn dann mal alleine bin, dann merke ich, dass da ganz viel Einsamkeit, Ärger, Wut, Hass. Hass? Ja, und vor allen Dingen auch Verzweiflung aufkommt. Ja. Hass auf wen oder was? Auf die Männer. Die Männer an sich? Die Männer an sich eigentlich nicht, sondern meine Vergangenheit. Aber ich merke, dass ich das eigentlich auf die ganze Spezies ausbreite. Du sagst gerade, dass du 3 Jahre Single bist. Ja. Warst du bis dahin verheiratet? Ich habe 2 Ehen hinter mir. Mhm. Ich habe 4 Partnerschaften hinter mir. Mhm. Wie lange hat die letzte Partnerschaft gedauert oder Ehe? Meine letzte Ehe hat 7 Jahre gedauert. Das sind daraus resultieren auch die Kinder? Ja, daraus sind auch die Kinder. Richtig. Ja. Mhm. Wobei, ich bin jetzt seit 4 Jahren geschieden. Ja. Mhm. Bist du verlassen worden? Nein. Ich habe meinen Mann betrogen und habe ihn dazu genötigt, mich zu verlassen, weil ich damals nicht den Mut hatte, den Schritt zu tun. Du hast ihn betrogen? Ja, weil ich wusste, dass er dann geht. Und warum wolltest du ihn loswerden?
weil ich ein Problem mit Männern habe. Was ist das für ein Problem mit Männern? Ja, ich habe in meinem Leben ziemliches erlebt. Das heißt, ich bin von meinem Vater sexuell missbraucht worden als kleines Kind. Mhm. Ich bin in meiner ersten Ehe vergewaltigt worden von meinem ersten Ehemann. Mhm. Und habe auch sonst in meinen anderen Beziehungen ja eigentlich nur den Part der Hörigkeit gespielt. Mhm. Und seitdem habe ich ja eigentlich nur funktioniert meinen Männern gegenüber. Hast du irgendwann mal einen Mann wirklich geliebt? Ja, habe ich mir zumindest gedacht. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich eigentlich nur die Vorstellung geliebt habe, aber nicht den Menschen an sich. Mhm. Hast du einen Mann mal begehrt, wirklich? Ja, auch das. Auch das ist genau der Partner, ja, den ich ein Jahr lang hatte nach meiner Ehe. Mhm. Und von dem ich glaubte, ja, dass da wirklich echte Liebe ist auf beiden Seiten. Mhm. Und das war es aber nicht. Es war nur ein Verhältnis. Mhm. Weil er war verheiratet. Ja. Hatte mir zwar gesagt, dass er seine Frau verlassen hat. Und wir haben auch ein halbes Jahr sogar zusammen gelebt. Aber es war alles nur ein Spiel. Ich habe hinterher herausbekommen, dass ich nicht die erste Freundin bin von ihm. Aber das klingt, wenn du so erzählst, als ein eigentlich wenig glückliches Leben. Also bezogen auf Partnerschaften. Mhm, richtig. Das Leben mit deinen Kindern, das ist eine ganz andere Geschichte. Das, darüber müssen wir gar nicht reden. Du hast gerade so gesagt, ich bin von meinem Vater sexuell missbraucht worden. Mhm. Das ist ja nun sehr, sehr, sehr schlimm. Das sagt man ja einfach auch nicht so dahin. Das ist ja wahrscheinlich für dich mit das Schlimmste, was dir in deinem Leben passiert ist, oder? Weißt du, ich habe eine Therapie deswegen gemacht. Mhm. Vor 4 Jahren habe ich das gemacht, um das so ein bisschen zu verarbeiten. Ja. Das hat mich so weit gebracht, dass ich offen mit den Menschen über das reden kann, was ich nicht möchte. Mhm. Aber ich kann immer noch nicht sagen, was ich möchte. Kannst du es nicht sagen oder traust du es dir nicht zu sagen? Ich kann es deshalb nicht sagen, weil ich niemanden mehr an mich ranlasse. Mhm. Ich habe gedacht, diese Therapie würde mir helfen, mich zu öffnen. Ja. Es hat mir geholfen, mich abzugrenzen. Mhm. Es hat mir geholfen, mich zu über mich zu reden, aber es hat nicht geholfen, meine Wunden zu heilen. Ich kann mich zwar jetzt durchsetzen, jetzt Beispiel, ich war früher die ganz Liebe, die ganz Nette und jetzt bin ich einfach nur noch die Zicke. Ich meine, es bringt nichts auf der einen Seite weiter, aber... Wie lange hat diese Therapie gedauert? Bitte? Wie lange hat die Therapie gedauert? Ungefähr ein Jahr. Ist ja auch vielleicht ein bisschen wenig für so einen... Für so einen Fall, der da im Hintergrund... Für mich war es einfach insofern austherapiert, weil ich ja nur mit mir selber sprechen konnte, also beziehungsweise nur über mich selber sprechen konnte. Mein Vater lebt nicht mehr. Wie lange hat er das eigentlich gemacht mit dir, dein Vater? Mein Vater hat damit angefangen, da war ich ungefähr 6. Ja. Und das hat aufgehört mit seinem Tod, da war ich 10. Ja, also eine lange Zeit. Ja, wobei das nicht so oft vorgekommen ist, weil ich nicht bei meinen Eltern gelebt habe. Mhm. Ich habe bei meinen Großeltern gelebt. Mhm. Ich war nur in den Ferien da. Ich mache mal jetzt nochmal einen Sprung in die Jetztzeit. Ja? Die Fähigkeit, wirklich offen zu sein und wirklich offen zu sprechen, das ist dir bisher, oder offen, wirklich dich offen zu verhalten, das ist dir bei Männern nicht gelungen bisher. Nein. Gelingt dir das bei einer guten Freundin? Hast du eine gute Freundin? Nein, ich habe keine. Du hast keine. Noch nie gehabt? Nein. Mhm. Wie kommt das? Auch sonderbar, ne? Frauen haben eher meistens immer eine gute Freundin. Und also es war so, ich habe als junges Mädchen habe ich immer unter
ja immer darunter gelitten, dass ich nie so zu einer Gruppe dazugehörte. Mhm. Ich habe bei meinen Großeltern gelebt, die waren sehr einfach gestrickt. Das heißt, ich konnte einfach auch diese ganzen modischen Sachen und sowas, alles, was so junge Leute mitmachen, nicht mitziehen. Dadurch war ich schon mal Außenseiter. Mhm. Klingt zwar ein bisschen blöd, ist aber leider so. Mhm. Dann hatte ich einen Sprachfehler, mhm, lange Zeit, bis zum 16. Lebensjahr. Ich habe sehr stark gestottert. Oh ja, das trennt einen natürlich ab von den und das hat mich auch dann zur Einzelgängerin gemacht. Verstehe. Wenn du jetzt, du sagst, du leidest immer mehr unter der Einsamkeit und die Persönlichkeit spaltet sich irgendwie. Wenn du, ich frage dich jetzt mal, wenn ich dir jetzt etwas zaubern könnte, wenn du einen Wunsch frei hättest, was sollte ich dir jetzt sofort zaubern? Einen ehrlichen Mann. Einen ehrlichen Mann. Also die Sehnsucht nach einem Mann und nach einer ehrlichen Liebe, die ist schon groß. Wahnsinnig groß. Wahnsinnig groß. Manchmal so groß, dass ich schreien könnte. Mhm. Was tust du, um einen Mann zu finden? Gar nichts. Warum? Ich verschließe mich immer mehr. Warum? Ich war früher jemand, der sehr offen war, der immer rausgegangen ist, auch alleine, oder mich immer irgendwelchen bekannten Arbeitskollegen angeschlossen hat. Ich habe früher viel im Chat Also du weißt schon, wie... So rumgechattet, ja klar, ich weiß das. Ich bin auch eigentlich jemand, der immer mit den Leuten ins Gespräch kommt. Bin früher auf Partys gegangen oder in Diskotheken. Und habe auch selber früher da gejobbt in Diskotheken, hatte eigentlich immer Kontakt zur Außenwelt. Ja. Also, aber es war eben nie ehrlich. Es war nicht ehrlich, sagst du. Nein, ich bin immer an irgendwelche männlichen Mitglieder dieser Gesellschaft geraten, die eigentlich nur etwas Körperliches wollten. Mhm. Ja, ich meine, die Gefahr besteht natürlich am Anfang auch, aber dennoch frage ich mich manchmal natürlich dann auch, wenn man solche Konstellationen hört, oder andersrum ausgedrückt, suchst du sie dir vielleicht auch aus? Hast du sie dir angezogen, herangeholt? Also das hat mir mal meine Therapeutin auch gesagt. Es gibt Frauen, die treffen immer wieder auf den gleichen Typ Männer. Mhm, mh. Das ist auch meine Angst, weshalb ich jetzt gar nicht mehr raus möchte. nee, so dürfen wir es auch nicht sehen. Dann drehen wir uns ja im Kreis. Aber ich merke schon, dass du eine Frau bist, die ausgewogen selbstbewusst ist. Eine Frau, die auch alleine rausgehen kann und die mutig ist. Daran scheitert das ja alles nicht. Da ist eine Selbstblockade da. Ja. So empfinde ich das. Und diese Selbstblockade nimmt schon bedrohliche Züge an. Allerdings. Ja. Und ich glaube auch, wenn da jetzt nicht irgendein Trick gefunden wird, dann verkapselst du dich so sehr in dich selbst, dass du da, wenn du 45 irgendwann bis 46 bist, kommst du ja nicht mehr raus alleine. Frage ist nur, wie kommt man da jetzt raus? Also erstens das und vor allen Dingen, ich fange auch an, Dummheiten zu machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel alleine bin, dann fange ich schon mal an zu trinken. Mhm. Gefährlich? Sehr gefährlich. Warnsignale ersten Ranges? Auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß das selber. Ich habe in meiner Familie 3 Menschen gehabt, die getrunken haben. Mhm. Ich möchte auf keinen Fall in die Richtung abrutschen. Mhm. Deswegen bin ich auch jemand, der dann eher hyperaktiv ist und sich ständig mit irgendwas beschäftigt. Mhm. Und zwar so lange, bis er vor Erschöpfung ins Bett fällt. Was hältst du denn davon, Belinda? Wenn du nochmal in Erwägung ziehen würdest, in eine Therapie zu gehen? Genau mit dieser Problematik. Das kann man ja nicht innerhalb von 10 Minuten besprechen. Das ist ja hochkompliziert bei dir. Mit dieser Thematik in eine Therapie gehen zu jemandem, den du verdammt ernst nimmst, den du richtig gut findest und respektierst. Nur so geht das. Wenn das jemand ist, den du nicht ernst nimmst, kannst du es gleich vergessen. Aber wie findet man so einen Therapeuten? Also dieses Problem hatte ich schon mal gehabt. Mhm. Und ich habe damals schon Schwierigkeiten gehabt mit meiner Therapeutin, die ich hatte, weil sie einfach für mich viel zu weich war. Mhm. Ja, das Problem ist mir völlig bewusst. Das ist ein Rechercheproblem, ein Suchproblem. Das ist ja genauso bei Ärzten. Was bin ich schon von Arzt zu Arzt gelaufen, bis ich mal einen Arzt gefunden hatte, den ich auch respektiere und gut finde. Bei einem Psychologen ist es ja noch viel komplizierter. Der muss man ja als Persönlichkeit auch wirklich respektieren, weil man ihn ja auch man muss das ja auch annehmen, was der sagt. Wenn man das Gefühl hat, den stecke ich in die Tasche, kannst du gleich nach Hause gehen. Genau das Problem hatte ich. Ja. Deswegen habe ich auch aufgehört. Ja. Ich glaube, du musst suchen. Und wie du suchen könntest, würde ich dir gerne gleich nochmal meine Psychologin geben. Aber ich glaube, dass das der Weg ist, den du gehen musst. Sonst
Das ist zu bedrohlich, was du gerade schon geschildert hast. Vor allem auch mit dem Alkohol. Ich will das auch nicht, weil das ist der Weg, den meine Mutter geht. Ja, und du hast und den möchte ich auf keinen Fall, weil ich sehe jetzt, meine Mutter ist über 60 und die ist immer noch einsam. Weil sie also fast, ich will nicht sagen das Gleiche, aber fast den gleichen Weg gegangen ist, den ich mit Männern hatte. Melinda, jetzt unterbreche ich, weil die Sendung gleich vorbei ist. Leg bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Einverstanden? Okay, dann. Bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Malte E-Mails morgen wieder 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao.